Ja, zeig mal deine Tattoos. Leider habe ich gestern meinen Arschgeweih weglasern lassen, deshalb kann ich das Tattoo nicht mal zeigen, aber die anderen Tattoos kann ich euch auch nicht zeigen, weil das ist, glaube ich, nicht, ja, YouTube-richtlinienkonform. Also es soll jetzt nicht heißen, ne, dass ich irgendwo, ne, aber trotzdem, ich müsste trotzdem Hose ausziehen, um zum Beispiel ein großes Tattoo zu zeigen, und will ja auch keiner sehen, ne? Will ja auch keiner sehen. Schnüffler mit dem Dreier, wie riecht Lia unten rum? Schnüffler. Wenn ich das hier sage, denken alle wieder, ich riech wie ein habe Eis an der Großer. Waffel, aber dieser frische Uringeruch. Ihr, wisst ihr, was ich Ja, wieder zu viel gesagt, das ist wieder, kann mir wieder nachher anhören. Das kannst du saufen. So schmecken ihre Füße. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Reaction 7 vs. Wild Folge 8. Der Tag neigt sich dem Ende, haben gerade noch eine ganze Weile gequatscht, über 2 Stunden oder so. Also, wenn bei mir die Sonne untergeht, wenn bei mir die, in Osten, ne, gibt's eh keine Sonne, aber wenn bei mir die Sonne untergeht, dann beginnt der Tag, also dann werde ich richtig produktiv, dann fange ich an, weiß ich nicht, gegen meine Wand zu schlagen, mit meinen Meerschweinchen zu spielen, zu singen. Mit meinen Psychosen zu reden, da wird mein Tag, da beginnt erst mein Tag. Und dann wundern sich immer alle, wenn ich dann auf Arbeit Frühschicht habe, dass ich mal schlafen muss. Ja, sorry, wenn ich die ganze Nacht munter bin, dann muss ich ja irgendwo schlafen. Und wo passt es am besten richtig an der Maschine? Ich auch das erste Mal so wird richtig mal kennengelernt. Joey, bist du auch zufrieden mit unserem Team? Lars! Lars. Ich hab mich doch nicht wirklich Lars genannt, oder was? Lars, danke. Ja, die wirklich einfach Lars genannt, das ist so geil. Junge, Jan ist Lars, ich bin Max. Das Schlimme ist, wir hatten mal jemanden. Das muss ich jetzt einfach sagen, wir hatten mal jemanden im Freundeskreis, der war nicht immer dabei, ne? Wenn wir mal unterwegs waren, der war halt voll selten dabei. Und niemand wusste, aber wirklich niemand wusste, erstmal, von wem der überhaupt kommt, ne, der muss ja irgendjemand gekannt haben von unserer Gruppe, und wir haben dann immer so, immer wenn der weg war, wie hieß denn der eigentlich, die einen sagen so, die einen anderen sagen so, ja, tut mir leid, ne, sorry, wenn du das Video siehst, ich weiß immer noch nicht deinen Namen, ich hab den wieder vergessen. Sumatra. Man muss auch sagen, er dachte auch, die 3 Wochen, die wir insgesamt in Kanada waren, dass Sumatra Trimax ist, you know? Meine Kinder feiern diese Jungs, und ich habe dann halt den Sumatra gefragt, ob ein Video machen kann von den Leon. Und dann hat er dann dieses Video gemacht, und dann habe ich mich bei ihm bedankt als Trimax. Schön abbauen da. Junge, ey, ich soll wieder einmal lochen. Also wir sind einige Stunden jetzt am Buddeln. Wir haben leider immer noch keinen gar keinen Bock drauf. Aber wir haben eine Hölle. Holy shit. Joey, ist alles gut, Digga? Digga, der dreht ja langsam komplett durch. Von wer kommt eigentlich auf die Idee, irgendwo ausgesetzt zu werden und sich dann erstmal eine Höhle bauen? Ich würde mir erstmal, wenn ich irgendwo ausgesetzt werde, und das kann ja mal passieren, wenn man irgendwo durch den Park läuft oder so, dann ne, verlaufe ich mich auch immer. Also ich war jetzt im großen Garten, war ich zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr, bis ich gefunden wurde, abgemagert. Nee, aber das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo bin, erstmal, man baut sich Industrie auf, ne? Für die westlichen EU-Länder. Nee, Spaß. Nee, das Erste, was ich machen würde, ich würde eine Hängematte aufbauen, und ja, wenn ich einen Teammate habe, der kann dann jagen gehen, aufbauen, und ich würde dann auf der Hängematte gucken, jo, ob der das alles richtig macht. Jemand muss es ja, ne? Jemand muss es ja kontrollieren, ne? Was denkt sich Jan? Joey, 4 Tage nichts gefressen? Ja, genau und das. Frag mich, wie kann das denn sein? Wo kommt diese Scheiß-Energie her? So, Freunde, das ist der Start von The Purge, meine lieben Freunde. Wir werden hier eine sehr, sehr coole Zeit haben. Dabei sind Willy Wilson, Edis der Schmale. Hey. Hey, Roat, gib mir mal 3 Eisen. Los. Ja, ich bin gerade nicht da. Okay, du hast halbe Stunde. Der war sehr sympathisch. Dass du Bescheid weißt. Ich kenne ihn gar nicht. Edis der Schmale, bin ich wirklich nicht. Ich hab ohne Scheiße, ne, das Projekt an sich wäre ja an sich ganz cool gewesen. Ich habe mir das Projekt nicht angeguckt, ich habe nur die ganzen Ausschnitte gesehen, mal größere, mal kleinere. Ich weiß, da kann man sich keine Meinung zu bilden, aber das hat mir irgendwie schon gereicht. Ich wollte gar nicht mehr gucken, ich wollte gar nicht mir meine Meinung bilden, weil mir das schon gereicht hat. Also,
Und das Schlimmste war dieser, hier, diese AD hier, ne? Also erstmal, ich kenne den nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Also mich kennt ja auch keiner, ne? Aber bei mir ist es ja verständlich. Meine eigene Mutter kannte mich nie, ne? Die hat mich irgendwo aufgegabelt. Nee, aber und dann mit dem drei Eisen, das fand ich schon, wo ich mir so denke, was ist denn bei dir los? Sammel doch selber drei Eisen. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste, wo die sich alle gebieft haben und der macht das kaputt, der macht das kaputt und jemand hat von Monte das Pferd getötet und dafür macht er, zündet der die Hütte an. Oder nee, der Dwymix hat, glaube ich, die Hütte von jemand angezündet. Und wo ich mir so gedacht habe, ey, Jungs, das ist ein scheiß Spiel. Das ist ein scheiß Spiel. Was ist los mit euch? Ich dachte, ohne Scheiß, dass es zum richtigen Beef mal kommt, ne? Dass sie sich jetzt irgendwie treffen auf dem Sportplatz, 12 Uhr ohne Haare ziehen. Ich habe so gedacht, was ist denn bei euch los? Das kann man sich doch nicht geben. Ihr seid erwachsene Menschen und ihr rastet da komplett aus, wie so 14-jährige Rage-Kitties. Ey, Roat, gib mir mal drei Eisen. Los. Ja, ich bin gerade nicht da. Okay, du hast halbe Stunde Zeit. Drei Eisen, dass du Bescheid weißt. Halt deine Schnauze, dieser Schmalle. Wenn ich will, kill ich dich. Wer redet da lang? Wer wird es gerade? Das hat Roat gesagt. Ah, okay. Du willst jetzt neben Monte so machen, ne? Mal schauen, was wir machen, wenn Monte nicht in der Nähe ist. Oh, das ganze Internet denkt mittlerweile, dass du ein Opfer bist. Was? Okay, spätestens dann, wenn ich die aber alle geschüttelt habe, werden die das nicht mehr denken. Das Einzige, was du schüttelst, ist dein Schwanz, Digga. Du bist älter, ich respektiere das. Und ich muss dazu sagen, wir reden hier immer noch von Minecraft. Wenn man sich das mal reinzieht, was für Beefs da entstanden sind. Wir reden hier von Minecraft. Das ist halt, ne? Das ist so krank, ne? So, ja, aber ich gebe dir als Abi einen Tipp. Die Kinder lachen über dich im Internet, Digga. Edi ist der Schmale? Eldos wird dich backen, Edi ist der Schmale. Ich hab Edis gefunden! Edi ist der Schmale. Gib mal ein Füllchen. Edi, wir müssen kurz reden. Ja, lass reden. Von Mann zu Mann, Jani, du bist ein Lauch. Was? Du bist ein Lauch. Jeder, der meinen muss, diesen Witz zu bringen, gar kein Problem. Ich kann nicht jeden Tag schießen im Stream und sagen, du wirst sehen. Ich bin nicht Conor McGregor, weißt du? Nee, also aktuell bist du nicht Conor McGregor, sondern Conor der Schmale, Digga. Von Monte! Und einer mehr auf der Liste, einer mehr drauf. Ja, aber was ist denn das für eine Top-5-Liste? Die Leute machen so Ansagen und so dies, das. Und diese Leute schreibe ich hier auf die Liste. Und also ich muss dazu sagen, ne, wir reden immer noch von Minecraft. Es geht hier nicht, also hier wurde nichts geleakt oder hier hat keiner einen Anwalt eingeschaltet und deshalb ist so ein Beef entstanden. Nein, wir reden hier gerade von Minecraft. Scheiße. Boah, das ist so traurig, ne? Das ist so traurig. Und das Schlimmste ist, wenn dann die Zuschauer dann in den Kommentaren noch mitmachen. Ey, was ist denn das für ein Punkt, ey, so, lass doch mal Monte in Ruhe. Ich so denke, ey, was, nee, ich will nicht mehr. Ich habe mir übrigens ein Stückchen Land auf dem Mond gekauft. Wer Bock hat, also alle, die, sag ich mal, normaler als das sind, und ich hoffe, das sind einige da draußen, ihr seid eingeladen. Wir bauen uns da oben irgendwo eine Mondbasis auf, ich weiß es nicht. Dann jagen wir Dinosauriers, keine Ahnung. Aber bitte, ich bin, wo ich die Ausschnitte gesehen habe, da war ich echt am Überlegen, es wird langsam mal wieder Zeit, meine GEZ zu bezahlen und mit dem Leben einzuschalten. Ein Event geben, machen wir dann einen Kampf mit jedem. So hätte ich es auch gelöst. Gut, Sydney, schön, dass du das auch so löst, du bist nämlich auch auf der Liste. Darf ich auch auf die Liste? Ich will bitte auch auf die Liste. Schau mal, Sydney. Lass mich bitte auf die Liste, bitte. Oh, warte mal, Sydney ist wirklich gar nicht drauf. Ja! Oh, happy day! Best of Big Brother Gnossi Edition. Es kommen hier so viele Gäste. Also ich will auf die Liste. Ich war noch nie auf einer Liste, ne? Und nie auf der Gästeliste. Das klingt nur was. Ich war, glaube ich, bei keinem öfters auf Events als bei dir. Ich war noch nicht mal auf mein eigenes Event, also ich war noch nicht mal zu meinem Geburtstag da. Ja, wirklich so. Es gab mal einen Geburtstag, da war ich nie. Die haben alle fast vorbereitet, aber ich hatte keinen Bock.
Ich weiß gar nicht, was ich an dem Tag gemacht habe, aber ich hatte keinen Bock, ich bin nie gekommen. Ich wollte nur die Geschenke abholen. Joey hat einen Schlafsack dabei, welches Bett willst du haben für heute? Mega. Das war eine Nacht. Das ist der absolute Horror. Das ist hundertprozentig lustig bis zu dem Zeitpunkt, wo du schlafen möchtest und auf einmal den Kilian. Verstehst du, was ich mache? Also meine Freundin, die kann hier alle übertönen. Also ich habe mir jetzt einen Timer gesetzt, noch 17 Minuten, dann gehe ich rein. In den Hot Tub. Am besten sind ja auch immer die Menschen, die man drauf anspricht. Ey, in der Nacht bist du sehr laut. Ich schnarche. Quatsch. Du schnarchst so. Du bist doch bescheuert. Ich habe noch nie mein ganzes Leben geschnarcht. Ja, natürlich, du schläfst auch. Du kriegst das ja nicht mit. Ich muss mir die Ohrenstöpsel reinmachen. Ich muss nebenbei Mähdrescher anmachen, dass ich dein Schnarchen irgendwie übertönen kann, dass ich schlafen kann in Ruhe. Du kriegst das ja nicht mit. Du schnarchst ja, du schläfst ja. Ich kann nicht schlafen, es tut mir leid. Da würde ich dann natürlich auch sagen, ja, nee, ich schnarch nicht, du schnarchst. Die Diskussion habe ich jeden Tag mit meiner Freundin, ne? Ich habe mir schon wirklich überlegt, vielleicht mal einen Tag, zwei Tage einfach in der Badewanne zu schlafen oder im Keller. Lieber Keller mit paar Ratten, ne? Die knabbern mich an, die fressen meine Gedärme auf, aber die schnarchen nicht. Ja, das ist sehr gut, die Kur. Keiner geht mehr rein. Also mach dir nichts, Kilian. Bei mir ist die Hose in der 9. Klasse gerissen. Ich habe das nicht gemerkt und wir mussten den 1-Kilometer-Lauf machen und da hing was raus und ich habe es nie gemerkt. Bis alle gelacht haben und gesagt haben, hier, du weißt schon, wieso alle lachen, guck mal nach unten und ich so, ja, jetzt kann ich eigentlich das Land verlassen. Guck mal deine Tattoos. Komm her, ey. Ja. Danke, dass du da warst. Gerne, ja. Sascha kommt ja auch noch. Ich mach mit Sascha High Five, fliegender Wechsel. Das ist euer Zuhause jetzt. Ja. Hier, guckt dir das mal an. Vor allem, wie das hier schon riecht, das ist krank, ne? Ich kann, glaube am Geruch erkennen, wer wo pennt. Alles klar. Ich riech das Bett hier mal Probe, ja? Ich weiß, dein erkennst du nicht. Das ist muffig, das muss Jens sein. Nee, also, ist nicht richtig. Das ist auch. Also. Ich werde nichts sagen, aber wenn man das bei mir in der Umgebung machen würde, das kommt falsch rüber. Also ich meine ja nur, ne? Also das kann ganz falsch rüberkommen. Hier fängst du, ne? Das riecht voll gut. Hallo, Vitalix hier. Es gibt einen neuen Minecraft-Server. Fitnacraft. Willi? Ja? Kann ich erstmal bei dir wohnen, übergangsweise? Ah, jetzt. Ich glaube, das heißt zweiter nein. Tod, der erste Tod kam im Soundcheck. Ich habe mich eben eingeloggt auf dem Server für einen Soundcheck, damit ich, bevor ich live komme, meine Soundeinstellung richtig habe. Dann tötet er mich im Soundcheck. Wer ist das denn? Ich bin Antwort. Hallo, hört man mich? Hallo. Trimax live wurde vom Willi niedergeschlagen. So, Freunde, ich habe beide Tode von Willi. Beide Tode. Wir reden hier von Minecraft, ne? Ey, wer hat das abgefackelt? Ey! Oh mein Gott, sein ganzes Ding brennt. Du hast mein Haus abgebrannt. Du hast mich im Soundcheck getötet. Ich habe zwei Tode. Ich schwöre sogar auf alles, was ich jetzt kriege. Alles, was da drüben steht, wird morgen früh weg sein. Morgen früh? Ja, ich werde ab sofort meine GZ bezahlen. Ne? Alles weg sein. Wir sind jetzt nach deinem Verständnis nicht quitt, korrekt? Nee, definitiv nicht. Super, dann haben wir es ja. Super, bis morgen. Moin. Was knuspert denn hier so? Was knuspert denn hier so? Das hier? Oh, da drüben geht's jetzt aber auch runter. Geil. Hallo, was passiert hier? Ist jetzt weg alles, ne? Eli hat deine Farben zerstört. Dieses krasse Kuschel halt. Grad vor. Von Monte brennt irgendwie was, ne? Das Essen brennt an. Was knuspert denn hier so? Oha. Mein Herd brennt. Ich sollte mal, glaube. In der Zeit brennt schon die ganze Küche. Ich sollte, glaube ich, mal löschen gehen, ne? Oha. Die Reaktion, ey. Oh, scheiße, tut mir leid. Was knuspert denn hier so? Weißt du, übelste Katastrophe, Weltuntergang. Was knuspert denn hier so? Oha. Eddie? Oh.
Scheiße. Oh mein Gott, das sind meine ganzen Zäune! Der geformte Sand! Der bleibt einfach da! Das war voller Absicht. Der hat sie doch nicht mal eingesammelt. Die Zäune sind weg, das ganze Holz, der Sand, der gebrannte Smooth Sandstone. Alles weg. Also schön. Reden hier immer nur über Mike Wolf, ne? Das gibt auch Drache. Es reicht mir jetzt auch. So, als erstes hat er mein Bett weggesprengt. Erstmal eingebaut, das Bett. Dann stopfen wir hier die Wasseraufzüge voll. Dann bauen wir ihm noch schön seine Ender Chest ein. Und das ist seine Kiste, das ist sein Ein und Alles hier. Da packen wir mal schön das TNT hier hin. Ey, wie alle zugucken. Feuerwehr. Oh, ich hab's nicht aufgesammelt. Oh, was soll ich machen? Ich gehe einfach. Und wir sind quitt. Nee, ich bin das. Ich finde es immer noch sehr krank, dass wir immer die ganze Zeit. Wir reden halt hier über Minecraft. Oh nee, Alter, nee. Boah, Scheiße, ey. Ey, so schlimm war ich noch nicht mal, wo ich klein war. Noch nicht mal ich war so schlimm. Und wir haben uns auch gegenseitig getrollt, ne? Aber, ja, ich glaube, ich fange jetzt wirklich an, meine GZ und meine Steuern zu bezahlen und werde, heute Show angucken. Mit Lutz van der Horst, ne? Und ich weiß es nicht. Jan Böhmermann, ich keine Ahnung, aber vielleicht auch RTL. Ich glaube, RTL mitten im Leben wäre, glaube ich, von Niveau her dasselbe. Nee, ich muss echt sagen, das Niveau die letzten Jahre ist halt da, ne? Das ist halt, das ist schon, das ist da halt, ne? Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.